habe gerade mal meine ganzen Sachen weggeräumt vom Action und habe gedacht, ach komm, probier doch jetzt hier diesen Kasten gleich mal aus und dann kannst du das Abtropfding gleich ausprobieren und den Block auch gleich. Da hast du gleich drei Sachen in eins. Und ja, das mache ich jetzt einfach mal. Hier habe ich, glaube ich, irgendwie noch ein bisschen Goldglitzer am Pinsel. Also falls es hier irgendwie ein bisschen Gold glitzern sollte, dann wundert euch nicht, weil das ist jetzt aber doof, um Glitzer zu testen, ne? Dann nehme ich mal einen anderen Pinsel. Das ist schlauer, glaube ich. Ja, dann fange ich mal mit der schönsten Farbe hier oben gleich an. Und ich nehme ja auch noch den Restpapier, wo ich hier vorhin mit dem anderen da drauf gesprüht habe, mit der Acrylsprühfarbe. Probiere gleich, wie das auf dem Papier ist. Das ist natürlich, wie ich mir schon gedacht habe, hat das nicht sehr starke Pigmente, also es deckt nur sehr schwach, finde ich aber schön und es hat tatsächlich, achso, jetzt muss ich mal mit dem Licht hier wieder gucken, wie das einigermaßen funktioniert. Vielleicht mache ich die andere Lampe auch mal an, so, dass ihr überhaupt was seht hier. Könnt ihr das sehen? Ja, da seht ihr es vielleicht ein bisschen, das Glitzer. Ja, also es funkelt auf jeden Fall oder es glitzert halt. Also es ist metallic, das stimmt auf jeden Fall. So, ich nehme mal ein bisschen Wasser. Und gehe hier nochmal auf das normale Papier. Ja, und ihr seht, das Papier hier ist ja weiß und das hat so einen Gelbstich. Und hier ist die Deckkraft gleich ein bisschen besser. Und ja, auch das Schimmern sieht man gleich viel mehr. Weil das hier natürlich viel mehr Struktur hat als dieses hier. Ja, finde ich echt gar nicht schlecht. Die Farben sind so ein bisschen gelig, also die saugen ganz schön das Wasser auf und sind dann so ein bisschen gelartig. Also fühlt sich so ein bisschen gelartig an. Weiß nicht, ob das nur am Anfang so ist oder ob das so eine Gelfarbe ist. Das habe ich gar nicht gelesen, ehrlich gesagt. Also auch beim Aufpinseln merkt man das halt, dass es so ein bisschen gelmäßig ist. Hier hat sich jetzt ein bisschen noch von dem Blau mit reingemischt, aber mal gucken, wo ich das mit dem Licht hinkriege. Da seht ihr es, wie schön es schimmert. Ja, und auch die Farbe finde ich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, das hat sich jetzt ein bisschen mit dem Blau, was noch am Pinsel war, vermischt. Gehe jetzt hier nochmal durch und ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das wird hier wirklich so ein bisschen, da so rüber geht, wird das hier wie so eine Gelmasse so ein bisschen. Ja, und dann auch beim Auftragen kann man aber dieses gelmäßige auch nochmal so ein bisschen nochmal nacharbeiten sozusagen. So. Sieht gut aus. Hier hatte ich jetzt ein bisschen mehr Farbe abgenommen. So, das war jetzt das. Da habe ich dieses Papier. Wie gesagt, das ist jetzt hier aber auch schnell getrocknet, muss ich sagen. Der Glitzereffekt, ja gut, der doch ist da. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Also ich sehe es auf jeden Fall. Bei mir glitzert es. Aber man muss es natürlich schon ein bisschen hin und her bewegen, um das zu sehen. Hier ist es schon, wenn einfach nur, wenn es auf dem Papier ist und ich mich ein bisschen hin und her bewege, dann sehe ich schon das Glitzer da drauf. Und dann nehme ich hier nochmal irgendeine andere Farbe. Was für eine Farbe nehme ich denn mal? Hier diese Farbe, die anscheinend hier zweimal drin ist, warum auch immer. Ganz feines Grün, da sieht man fast gar keine Farbe. Genau wie hier, da sieht man echt fast gar keine Farbe. So, jetzt im Licht seht ihr es. Und dann sieht man dieses Grün, grünliche. Okay, ja, probieren wir mal das knallige Rot. Und dann reicht es, glaube ich, hin. Das seht ihr, und hier den hatte ich ja vorhin hier nass gemacht. Den hätte ich ja auch hier schon gleich schon mal reinhängen können, um mal zu gucken, ob das dann funktioniert.
Also man braucht auch echt ein bisschen mehr. Oh, warte mal, ich probiere mal jetzt. Ah ja, okay. Also wenn man nicht so viel Wasser nimmt, dann macht natürlich auch Sinn, ne, dass es dann besser deckt. Weil dann ist es auch nicht, ist das Gel ein bisschen dünner halt. Dann kann man es noch ein bisschen so. Ja, so viel Unterschied macht es gar nicht, aber. So. Ja, hier macht es dann wahrscheinlich schon mehr einen Unterschied. Und wenn ich jetzt weniger Wasser nehme. Also die werden bestimmt echt nur kurz halten. Also die werden bestimmt nicht lange halten. Ja, so sieht es dann aus mit viel und einmal mit wenig Wasser. So. Abstreifen. Okay, auch hier ein bisschen wieder reinmachen, ist ja auch nicht schlimm. So, und dann das einmal wieder hier schön abspülen und dann kann das hier vor sich hin trocknen. Ja, die Pinsel halten auf jeden Fall und wenn die richtig nass wären, dann würde das Wasser wahrscheinlich auch runter tropfen, wie bei dem hier jetzt zum Beispiel. Da könnt ihr kaum sehen, glaube ich. Der ist schon richtig nass. Also ja, scheint auf jeden Fall gut zu funktionieren. Bin ich ganz zufrieden mit. Ja, die Farben, wie gesagt, die decken halt nicht sehr dick. Kommt drauf an, wenn ihr sehr wenig Wasser nehmt, aber dann wird die Farbe bestimmt noch viel, viel schneller alle sein, weil wie gesagt, man sieht ja hier sogar auf dem Boden diese Teile. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist genau dieselbe Höhe und genau dasselbe Teil wie auf der Seite, nur halt da durchsichtig und da mit Farbe. Und hier, dass da dieses runde Plastikteil, was hier in der Mitte immer drin ist, das sieht man hier ja auch schon durch. Könnt ihr das sehen? Also dann wisst ihr, wie wenig Farbe da drin ist. Aber vielleicht kann man das ja mit irgendwas auffüllen. Keine Ahnung, wenn es leer ist. Ja, so bin ich aber ganz zufrieden und so als Zeichenblock, dafür ist es ja gedacht. Kann man trotzdem mal mit Aquarellfarben oder mit flüssigen Farben auf jeden Fall arbeiten und es kommt nicht durch. Und das ist ja schon mal wichtig, wenn man was ausprobiert, dass es nicht auf der nächsten Seite dann auch zu sehen ist. Ja, und die Farben schimmern und ja, bin ich mit zufrieden, muss ich sagen. Und auch hier die Acrylfarbe, die ist jetzt hier fast trocken schon. Die deckt richtig gut. Das werden die anderen Farben mit Sicherheit auch tun. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Hat alles für mich funktioniert. Und ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie die Sachen so ein bisschen aussehen. Und hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Und das Ding hier muss ich sagen, bisher bin ich damit ganz zufrieden. Unten sind auch schon ein paar Wassertröpfchen drin von meinem Pinsel. Und weiß ich nicht, könnt ihr das sehen? Ja, da unten, da seht ihr es, da hinten. Zack, so, ich sehe das jetzt besser. Da tropft runter und hier im Sieb sehe ich aber nichts. Ach, vielleicht kann man den hier auch vorher so ein bisschen, guckt mal, kann man hier so mit abwischen. Und dann kann man vielleicht auch so die Farbreste noch ein bisschen besser rausholen. Und ja, den Rest dann eben so trocknen. Ja. Ich bin ganz zufrieden damit. Wie gesagt, mal gucken, wie oft und wie lange ich es benutze. Aber auf jeden Fall besser, als wenn die Pinsel irgendwo rumliegen und dann ja, Rost ansetzen und kaputt gehen. Vielleicht halten sie so tatsächlich ein bisschen länger. Okay, ihr Lieben, dann danke fürs Zuschauen und tschüss.